So, das müsste eigentlich das Portal sein. To go through the portal, you have to sneak in it. Okay, also sneaken. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Minecraft Age of Engineering. Boah, dammit. Das war die Flasche nebendran. Die war die ganze Zeit im Kühlschrank und jetzt ist sie aufgeploppt. Age of Engineering. Nein. Mach bloß nicht mein Feld kaputt. So. Wir hatten letztes Mal. Warte mal, der Reis ist fertig. Kaffee auch. Wir hatten letztes Mal da eine Treppe nach oben gebaut. Die braucht aber noch ein bisschen. Was haben wir denn noch gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir wollten die Treppe fertig bauen. Es ist gekocht. Ja. Wir wollten die Treppe hier bauen. Dazu brauche ich aber erstmal Baumaterial. Und ja, ich habe auch ein bisschen mal nachgeguckt, was man hier machen kann. Und hier gibt es das hier, Portal Frame. Eine Dimensionswelt. Und zwar geht es damit in, ja, eine Farmwelt. Stone. Stone braten. Wir brauchen einen Flint, Cobble, Stone Pickaxe. Aber das nervt hier hoch. Also ich würde gerne schon in diese Farmwelt gehen. Mäh, mäh, mäh. Und da einfach hier Cobblestone. Ach so, aber wir brauchen dafür viel Holz. Ne, Holz. Kann ich Cobblestone im Ofen brennen? Ja. Das ist schon mal gut. Ich habe mir das Schaufel, die das Schaf erschlagen. So, die Schafe, die da nämlich nicht drin sind, die brauchen wir nicht mehr. Und die nerven mich ein bisschen. Aber wenn du da noch reingehst, dann werde ich dir verbunden. Komm, hops. Gut. So, also wir brauchen auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke. Das war jetzt suboptimal. So braucht man das. Ein Stick. Eine Steinspitzhacke natürlich, nicht Eisen. Wow, wie geil ist das denn? Da ist ein 3D-Effekt drauf. Das ist cool. Sowas mag ich. Aber auch der Ofen ist ja 3D. So, was brauchen wir denn noch für dieses Dimensionsdingens? Einen Flint und... Ach so, für einen. Brauchen wir so viele davon? Sorry. Ein Flint. Gravel, Gravel, Gravel. Hat man auch gar nicht. Also gehen wir mal Gravel suchen. Ich hoffe mal, dass es da an diesem Flüsschen oder Seechen was gibt. Menril Lock. Aber hier gibt es natürlich nichts. Aber da ist noch Clay, oder? Ja. Ich
Der werden wir noch viel brauchen, um den Sludge, nicht Sludge, um den den Furnace zu bauen. Die Smeltery. Oh, Hülle. Hülle. Und endlich mal Kohle. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir hier Kohle finden. Investieren wir gleich in Fackeln. So, eigentlich wollte ich aber Gravel. Wir brauchen Flints. So, Gravel finden wir hier aber nicht. Hier geht's noch weiter. Ich dachte schon, das ist aber eine kleine Höhle. Wow! Shit. Noch einer. Etwas überraschend. So, aber hier haben wir dafür Gravel gefunden. So, Schaufelchen. Und da haben wir schon ein Flint. Ich weiß bloß nicht, wie viel wir eigentlich brauchen. Und einer reicht. Gravel brauchen wir auf jeden Fall viel, um die Smeltery zu bauen. Ich glaube, ich mache mal den Blockton auch noch ein bisschen leiser. 10% reicht doch eigentlich, oder? Fendel Creatures. Creatures. Wetter reicht auch 10%. Viel besser. Das hat nämlich Mephisto bemängelt, dass man, also dass zum einen ich zu leise wäre und noch die drüber gelegte Musik und irgendwie so, ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Und deshalb dachte ich mal, ich habe schon, und die Schaufel ist weg. Egal, das muss erstmal reichen. Kohle könnte man noch ein bisschen mitnehmen. Und dieses Portal würde ich auch gern heute noch bauen. Gut. Jetzt müssen wir da wieder hochklettern. Und es wird Nacht.
Okay, wir haben es geschafft. So, Stein, Kohle. Kohle habe ich was gesehen. Da kann man Tinny Coal draus machen. Und die hebt, soweit ich weiß, länger wie die normale. Kann ich ja noch schlafen. Guten Morgen. So, Flint. Ein Flint hier rein und dann haben wir diese Mining Multitool. Und damit können wir jetzt was machen? So ein paar Steinchen. Ah, okay. Und wie viel braucht man davon? Ich glaube, das musste in Netherportal-Größe sein. Das heißt, wir brauchen 2, 4, 6, 8, 10. Minimum. 10, 12, 14. So. So würde ich mal sagen. Sagen wir 16 Stück. Dann können wir nämlich gleich in die Farmwelt gehen. Der Spawn ist ja irgendwo da hinten. Das muss ich mal in der ersten Folge nochmal genau nachgucken, wo der war. Und dann denke ich, werde ich hier ein paar Häuser bauen oder so. Für die verschiedenen Portale. Dass es auch so ein bisschen einen schönen Anblick hat. Ich bin mal gespannt, wie die Farmwelt aussieht. So, gut. Da ist noch ein Holz. Das nehmen wir mit. Wir setzen das Portal. Cobblestone. Ein Cobblestone habe ich dabei. Ist ja sehr viel. Ich weiß gar nicht, wie man das Portal aktiviert. Kurz ein bisschen Terraforming. Habe ich... Ja, Clay-Eimer habe ich. Ich glaube, ich habe ja oben auch schon ein Feld angelegt, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Egal, hier ist genug Platz für unser Portal. Schaufel hätte ich da nochmal. Zwei, drei, vier. So, das müsste eigentlich das Portal sein. To go through the portal, you have to sneak in it. Okay, also sneaken. Und dann sind wir schon da. Da gibt's Edgars. Schweine, Schweine. Ich weiß, der Name ist geklaut. Was ist das? Wasser. Sieht hier aber ein bisschen anders aus. Und hier gibt es auch gleich eine Schlucht. Nee, doch nicht.
So, auf jeden Fall haben wir hier unser Portal. Und es sieht aus, als wäre das hier wirklich eine eigene Welt. Das ist sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr. So. Gut, hier können wir dann farmen. Was ist das? Salz. Nein, nicht hängen. Ja, das ist unser Portal. In die Welt zurück. Und wir können jetzt hier in dieser Welt dann richtig das Farming beginnen. Wir können gerade mal gucken, was es da alles gibt. Nee, warte mal. Wir machen jetzt in der nächsten Folge, ich werde jetzt zwischendrin kurz noch ein bisschen Clay farmen und Gravel eventuell. Ein Stack haben wir. Gravel brauchen wir noch ein bisschen. Das werde ich jetzt zwischendrin farmen und dann werden wir nächstes Mal die Smeltery bauen. Damit wir auch ein bisschen vorankommen. Da können wir uns ein cooles Werkzeug bauen. Gehen wir weg da. Und ja, so viel von heute. Ich kann mal gerade gucken, ob es da noch mehr Clay gibt. Habe ich hier schon gefarmt? Oder ist es nur so eine Höhle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da Eisen. Komm, geh rein. Ja, Eisen gibt es hier. Aber kein Cobblestone, Gravel. Und auch kein Clay. Also, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, Gravel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Minecraft Age of Engineering wieder. Bis dahin, ciao.